natürlich aus Allgäuer Milch. www.salita.de. Herzlich willkommen zu den Allgäu-TV-Nachrichten, liebe Zuschauer. Weil die Omikron-Variante die Corona-Ansteckungszahlen in die Höhe treibt und die Labore mit der Auswertung von PCR-Tests an ihre Grenzen stoßen könnten, soll es voraussichtlich eine Priorisierung geben. Das fordern auch die bayerischen Lehrerverbände. Mehr dazu gleich bei Corona in Bayern. Außerdem gibt es heute bei uns Folgendes. Erfolgreiche Rettung Ronsberger Skilift läuft auch 2022. Höher, schneller, weiter, der Skisprung-Schanzenarchitekt aus dem Allgäu. Und Beruf und Leidenschaft in einem Tierheimleitung aus Rieden spricht über ihre Arbeit. Das Wetter im Allgäu, wolkenlos und Sonnenschein, ab Donnerstag erhöhtes Schneefallrisiko. Die Bayerische Krankenhausgesellschaft informiert zur Lage der Kliniken. Außerdem, wo die 2G-Plus-Regel gilt, müssen auch Geimpfte einen Testnachweis vorzeigen. Es sei denn, sie haben bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten. Denn für Geboosterte entfällt die Testpflicht. Aber wer gilt eigentlich als geboostert? Das Gesundheitsministerium klärt Unklarheiten. Und die bayerischen Lehrerverbände fordern eine Priorisierung von PCR-Tests für Lehrer. Das alles heute in Corona in Bayern. Die hoch ansteckende Omikron-Variante rollt derzeit durch den Freistaat. Allerdings machen sich die hohen Zahlen derzeit nur bedingt auf den Intensivstationen bemerkbar. Momentan gibt es bayernweit rund 15% freie Intensivbetten. Die Corona-Lage in den bayerischen Krankenhäusern ist nach dem Wechsel von der für Bayern sehr harten Delta-Variante jetzt denn auf die Omikron-Variante vergleichsweise stabil. Wir haben immer noch über 300 Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen mit Corona. Dies sind etwa 12% der gesamtverfügbaren Intensivkapazitäten. Auch jetzt werden weiterhin planbare Operationen verschoben, um die Kliniken zu entlasten. Seit dem 15. Januar gelten bayernweit neue 2G- und 2G-Plus-Regeln. Vor allem betroffen sind Menschen, die mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft worden sind und somit nur eine Impfung erhalten haben. Sie gelten nun nicht mehr als vollständig geimpft. Um diesen Status wieder zu erreichen, brauchen sie eine weitere Impfung. Hier empfiehlt die Ständige Impfkommission einen mRNA-Impfstoff, also entweder BioNTech oder Moderna. Als vollständig geimpft gilt auch, wer nach einer Corona-Infektion eine weitere Impfdosis erhalten hat. Das Ganze gilt auch in umgekehrter Reihenfolge. Bereits 90 Tage nach einer durchmachten Corona-Infektion verliert man seinen genesenen Status, dann ist wiederum eine Impfung nötig. Wer 2 Corona-Infektionen durchgemacht hat, gilt dennoch nicht als vollständig immunisiert. Als getestet bzw. geboostert gelten alle, die insgesamt 3 Corona-Schutzimpfungen bekommen haben. Das Gleiche gilt auch für diejenigen, die nach 2 Impfungen eine Corona-Infektion durchgemacht haben. Die Corona-Zahlen explodieren. Immer mehr Lehrerinnen und Lehrer befinden sich in Quarantäne. Um den Präsenzunterricht aufrechtzuerhalten, fordert die Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Lehrerverbände eine PCR-Priorisierung für Lehrkräfte. Klar ist doch, Präsenzunterricht gibt es nur dann, wenn Lehrkräfte im Klassenzimmer stehen können. Deshalb sollten bei knappen Testkapazitäten auch Lehrerinnen und Lehrer beim Freitesten mittels PCR-Test priorisiert werden. Es genüge, den Testlaboren mit einer Verordnung entsprechende Richtlinien zu geben. Wir halten in der Arbeitsgemeinschaft Bayerische Lehrerverbände den PCR-Test zudem für geeigneter als Schnell-Antigen-Test beim Freitesten, damit den Schulen ein Höchstmaß an Sicherheit gegeben werden kann. Derzeit soll vorrangig Personal in Krankenhäusern und der Pflege sowie Menschen, die ein hohes Risiko haben, schwer zu erkranken, einen PCR-Test erhalten. Erinnern Sie sich noch, wann Sie Skifahren gelernt haben und vor allem wo? Auf Letzteres gibt es in der Gemeinde Ronsberg im Ostallgäu eine klare Antwort.
Natürlich am Skilift im Dorf. Der Ronsberger Lift existiert seit 50 Jahren und war der erste Hang für viele Menschen aus der kleinen Gemeinde. Dass er das auch noch in Zukunft sein wird und darf, verdankt die Gemeinde Emilia und Lara, die ihn mit einer Spendenaktion vor der Insolvenz gerettet haben. Und Sie ahnen es schon, auch die beiden haben dort das Skifahren gelernt. Thomas Kehrer und Johannes Klemp berichten. Im Vollschuss fährt der kleine Leo aus Ronsberg den Hang hinunter. Und das am ortseigenen Skilift. Hier hat er das Skifahren gelernt und da ist er nicht alleine. Viele der Ronsbergerinnen und Ronsberger haben hier ihre ersten Fahrversuche auf Skiern gemacht. Und auch die nächsten Generationen werden diese Möglichkeit haben. Das ist aber keine Selbstverständlichkeit. Denn Anfang 2021 stand es schlecht um den Ronsberger Skilift. Das Geld war knapp. Und er war kurz vor der Schließung. Damals starteten Emilia und Lara aus Ronsberg eine Spendenaktion, um ihren geliebten Lift zu retten. Mit Erfolg. Er läuft auch 2022 wieder. Dass ihre Aktion so viele Unterstützer findet, haben die beiden nicht erwartet. Ehrlich gesagt nicht. Ich wusste auch am Anfang gar nicht, wie wir es machen sollten. Aber schön. Überall in der Umgebung haben die zwei Spenden gesammelt und mit ihrem Engagement das ganze Dorf angesteckt. Die Aktion der beiden Mädels hat Liftbetreiber Werner Bürgel und sein Team sehr gefreut. Er wollte den Lift, an dem auch schon er das Skifahren gelernt hat, unbedingt erhalten. Emilia und Lara waren dabei eine große Unterstützung. Die beiden sind laut ihm Vorbilder. Ja, so wie man sich vorstellt, wie es vielleicht öfters mal sein sollte, dass man nicht nur seinen Tag vorm Handy verbringt, sondern sich Gedanken macht, okay, wie kann ich meine Freizeit vielleicht noch anders gestalten und dafür auch was tun. Also nicht nur sagen, okay, da muss doch ein Lift da sein, sondern was können wir selber tun? So war es. Die sind zu mir gekommen und haben gesagt, ah, das kann doch nicht sein, dass der Lift stirbt. Und haben gesagt, was können wir denn tun? Und dann, ja, dann haben die eine gute Idee gehabt. Werner Bürgel arbeitet am Ronsberger Skilift außerdem als Skilehrer und bringt jungen Nachwuchsrennfahrern das Skifahren bei. Die sind mit Leib und Seele dabei und überglücklich, dass der Skilift auch in Zukunft bestehen bleibt. Schön, weil ich habe hier schon, seit ich 3 bin, habe ich hier Skifahren gelernt. Gut, und ich habe auch seit 3 hier Skifahren gelernt und ich bin froh, dass es ihn gibt. Ich finde es richtig toll, dass der Lift nur gibt. Und ich habe hier auch Skifahren gelernt und es ist einfach hier toll. Ich finde es schön, dass es den Lift nochmal gibt, immer noch gibt. Und dass ich immer noch Skifahren kann. Aber am glücklichsten über die Rettung des Lifts in Ronsberg sind wahrscheinlich Emilia und Lara. Die beiden können stolz auf sich sein. Denn sie haben einen großen Teil dazu beigetragen. Jetzt geht es für sie so oft wie möglich auf die Piste. Also ich fand es generell sehr toll, weil wenn der jetzt nicht mehr da gewesen wäre, wäre es sehr schade gewesen. Weil dann hätten wir jedes Mal nach Österreich fahren müssen und das wäre halt schon eine weite Strecke. Und ich denke jetzt auch, wir könnten auch nicht so gut Skifahren, wenn wir jetzt der Skilift nicht da wäre, weil wir sind hier eigentlich jeden Tag und es wäre schon schade, wenn er jetzt nicht da gewesen wäre. Zum Dank für ihr großes Engagement hat Liftbetreiber Werner Bürgel den beiden Mädels jeweils eine Dauerkarte für den Ronsberger Skilift geschenkt. Vom Skilift geht's gleich zur Skisprungschanze. Genau gesagt zu dem, der sie baut. Der Allgäuer Hans-Martin Renn ist Skisprungschanzenarchitekt und hatte schon einige Großprojekte in seiner Verantwortung. Mehr dazu gibt's nach unseren Kurznachrichten. Also bleiben Sie dran.
Das wohl beste Eis des Allgäus. Nach eigenen Familienrezepten. Produziert aus frischer Allgäuer Bio-Heumilch. Denn Qualität schmeckt man. Eisspezialitäten, die auf der Zunge zergehen. Von der Allgäuer Eismanufaktur in Isny. Waffenbär. Das Haus für Jagd, Sportwaffen, Jagd- und Trachtenmode. Der Spezialist für Ferngläser und Outdoor-Artikel. Große Auswahl und persönliche Beratung sind unsere Stärke. Waffenbär. Angenehm und ökonomisch heizen. Ofensysteme Allgäu hat Ihren Wunschofen. Klassisch oder modern. Wir sind Ihr Kachelofenspezialist nach dem Grundofenprinzip. Höchste Qualität und individuelle Konzeption. Ganz nach Ihren Bedürfnissen. Ofensysteme Allgäu. Mehr Infos auf grundofen.de. Wir sind Handwerker. Wir suchen nicht nach einem Sinn im Leben. Wir erschaffen ihn. Tag für Tag. Was wir tun, macht uns stolz, geerdet und erfüllt. Wir machen nicht nur ein Handwerk. Das Handwerk macht uns zu dem, was wir sind. Wir wissen, was wir tun. Immer gut beraten. Die Kastanienapotheke im Ärztehaus am Forum. Bahnhofstraße 42 in Kempten. Und nun die Nachrichten vom Montag. Auf dem Weiherkopf bei Beutzlerlang ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Zwei Skifahrer sind dabei miteinander kollidiert. Einer der beiden erlitt schwere Verletzungen und war kurzzeitig bewusstlos. Er wurde von der Bergwacht ins Krankenhaus gebracht. Auch in Friedrichshafen gab es einen Notfall. Landung nach Luftnotfall in Friedrichshafen. Am Samstagnachmittag hatte ein Flugzeug der britischen Airline EasyJet auf dem Weg von London nach Innsbruck einen Luftnotfall. Der Pilot entdeckte Rauch im Cockpit und wollte daraufhin landen. In Innsbruck war das aufgrund des Wetters aber nicht möglich. Die 146 Passagiere blieben unversehrt und wurden mit Bussen nach Innsbruck gebracht. Ein Sachschaden wurde nicht festgestellt. Die Ursache für die Rauchwahrnehmung im Cockpit ist noch unklar. Das Flugzeug wird derzeit untersucht. Autounfall mit drei Verletzten bei Ettringen. Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Sonntagabend zwischen Ettringen und Marktwald im Unterallgäu einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Der 51-Jährige geriet in einer Kurve in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Die 55-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Autos wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Ihr 63-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt, ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher flüchtete leicht verletzt zu Fuß in den Wald, wo er nach über 3 Stunden Suche durch die Polizei gefunden wurde. Den 51-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung. Seit einem Jahr ist Klaus Holleczek nun bayerischer Gesundheitsminister. Anlässlich dieses Jubiläums haben wir zusammen mit den Kollegen von der Allgäuer Zeitung über sein erstes Jahr gesprochen. Unter anderem ging es auch um die umstrittene Corona-Impfpflicht. Holleczek forderte diese als einer der ersten Politiker. Allerdings wirkte der Gesundheitsminister in letzter Zeit vor allem beim Thema Impfpflicht für Beschäftigte in Pflegeberufen etwas zurückhaltender. Wirken da bei dieser jetzt doch etwas zurückhaltenderen Haltung auch die massiven Proteste von Impfgegnern? Nein, ich sehe das auch nicht, dass ich da zurückhaltender bin, um ehrlich zu sein. Ich stehe nach wie vor zur allgemeinen Impfpflicht, ich fordere das auch. Ich habe das nur etwas differenzierter gesagt, weil ich glaube, diese einrichtungsbezogene Impfpflicht, die natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, weil es ja um vulnerable Gruppen geht, die muss man aber im Zusammenhang mit einer allgemeinen Impfpflicht sehen, weil ich nicht möchte, dass diese Menschen sich stigmatisiert fühlen und der Meinung sind, dass die allgemeine Impfpflicht vielleicht gar nicht mehr kommt und sie dann für etwas herhalten müssen, wofür sie eigentlich nichts können. Da muss man aufpassen. Das sind ja die wahren Helden auch dieser Pandemie. Ich bin dafür, dass wir diese allgemeine Impfpflicht jetzt machen, dass wir sie diskutieren, die schwierigen ethischen und juristischen Fragen. Ich glaube, wir könnten sie befristen auf 2 Jahre, um eine Brücke zu bauen. Aber wir müssen das jetzt tun und da muss die Ampel auch liefern. Den ganzen Talk gibt's ab heute Abend 19 Uhr bei uns im Kabelprogramm und auch online im Livestream auf unserer Homepage unter www.allgäu.tv.
Auch am Dienstag und am Mittwoch gibt es den Talk mit dem bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holleczek jeweils um 19 Uhr bei uns im Kabelprogramm und online. Und nun zu etwas ganz anderem. Die ehemalige deutsche Skirennläuferin Heidi Biebel ist tot. Wir hatten sie zuletzt 2018 im Rahmen unseres Magazins Land und Leute besucht. Wie verschiedene Medien berichten, ist sie bereits letzte Woche verstorben. Allgäuer Skilegende verstorben. Am vergangenen Donnerstag ist die Skilegende Heidi Biebel im Alter von 80 Jahren verstorben. Die Oberstauferin wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf und wurde bereits mit 19 als erste deutsche Olympiasiegerin im Abfahrtslauf. 1964 wird sie Vierte bei den Olympischen Spielen und 1966, also 2 Jahre später, beendete sie ihre aktive Karriere. Grund dafür waren Meinungsverschiedenheiten mit dem Deutschen Skiverbund. Daraufhin gründete die Skifahrerin ihre eigene Skischule und eröffnete ein Hotel. Trotz des frühen Endes ihrer Skikarriere spielte die Oberstauferin eine große Rolle für ihren Heimatort. Sie wurde mit dem Ehrenring ausgezeichnet und ein Spazierweg wurde auch nach ihr benannt. Der ESV Kaufbeuren musste gestern Abend eine 1:4 Niederlage gegen den EV Landshut hinnehmen. Kaufbeuren ist in der Tabelle jetzt auf Platz 10. Das nächste Heimspiel ist morgen. Dann ist der Tabellenvorletzte aus Bayreuth zu Gast. Das waren die Nachrichten vom Montag. Jetzt schauen wir aufs Wetter. Das Adlerwetter wird präsentiert von den Oberstdorf-Kleinwalsertal Bergbahnen. Entdecke jetzt alle Adler 7 Stationen und mach die Zweiländer-Skiregion zu deinem Revier. Heute Nacht ist der Himmel im ganzen Allgäu sternenklar. Die Temperaturen fallen auf -3 bis -4 Grad. Auch morgen Vormittag bleibt der Himmel wolkenlos und es gibt strahlenden Sonnenschein. Die Werte steigen auf 3 Grad im Westallgäu bis 9 Grad im Raum Sonthofen. Strahlenden Sonnenschein gibt es auch nachmittags im ganzen Allgäu. Die Temperaturen steigen gebietsweise noch mal etwas an. Für Wintersportler liefert das Wetter morgen beste Voraussetzungen. Es gibt in allen Allgäuer Skigebieten strahlenden Sonnenschein bei 3 bis 5 Grad auf dem Berg und bis zu 140 cm Schnee. Der Mittwoch wird ebenfalls freundlich. Es gibt weiterhin strahlenden Sonnenschein bei Werten von bis zu 5 Grad. Am Donnerstag schneit es etwas, die Höchsttemperaturen liegen bei 4 Grad. Auch am Freitag schneit es leicht, vereinzelt zeigt sich die Sonne. Die Werte liegen bei maximal 3 Grad. Am 4. Februar starten die Olympischen Winterspiele in der chinesischen Hauptstadt Peking oder Beijing. Eine große Medaillenhoffnung sind die deutschen Skispringer, allen voran der Oberstdorfer Karl Geiger. Die Schanze in Peking ist schon mal ein gutes Omen. In ihr steckt nämlich Allgäuer Arbeit. Denn Hans-Martin Renn aus Fischen hat bei der Planung mitgeholfen. Er ist Architekt und hat sich auf den Bau von Skisprungschanzen spezialisiert. Wie eine Schanze entsteht und wie er überhaupt zu diesem Berufsfeld gekommen ist, Johannes Klemp hat es herausgefunden. 238,5 Meter. Das ist der weiteste Sprung, der je auf der Heini-Klopfer-Skiflugschanze in Oberstdorf gezeigt wurde. Gesprungen wurde die Rekordweite vom Norweger Daniel André Tande 2018. Kurz vorher sind die Umbauarbeiten an der Oberstdorfer Skiflugschanze fertiggestellt worden. Geleitet hat sie der Allgäuer Architekt Hans-Martin Renn aus Fischen. Er hat sich mit seinem Büro auf den Bau von Skisprung- und Flugschanzen auf der ganzen Welt spezialisiert. In den letzten Jahren ist er dadurch ein echter Experte im Schanzenbau geworden. Angefangen hat alles 2005, im Vorfeld der nordischen Ski-WM in Oberstdorf. Also es ist in der Tat so, dass es eher dem Zufall geschuldet war, wie wir zu diesem Thema gekommen sind. Ich sage wir, weil wir zu dem damaligen Zeitpunkt noch eine Sozietät waren und nicht komplett ausgelastet waren mit dem Büro, und das war zu dem Zeitpunkt, als die Vorbereitungen für die 2005er WM in Oberstdorf liefen, und da haben wir uns einfach frank und frei beworben, ob da denn vielleicht noch ein bisschen was übrig bleibt für so ein kleines Büro, und da ist uns das ganze Thema in seiner Vielfalt auf den Schoß gefallen. Nach dem Umbau der Audi Arena Anfang der 2000er folgten bis jetzt 4 weitere Schanzen. In Deutschland, aber auch in Russland zu den Olympischen Spielen in Sotschi 2014.
Das Projekt, mit dem er am meisten verbindet, wird für ihn aber immer der Umbau der Heini-Klopfer-Schanze bleiben. Da waren viele Sonderlösungen und Kompromisse notwendig, um ein vernünftiges, modernes Profil hinzukriegen. Und da stand ich in der Tat auf dem Sprungrichterturm und habe schon mächtig kribbeln im Magen gehabt, weil das, wenn schief geht, das sind einfach zu viele Millionen, die da investiert werden. Und ich habe immer gesagt, der Fleischwolf im Landkreis, der steht bereit, wenn man da Mist gebaut hat, dass man durchgedreht wird. Auch bei der Olympiaschanze in Peking hatte Hans-Martin Renn seine Finger im Spiel. Diesmal nicht nur als Architekt, sondern auch in offizieller Funktion. Vor der Planungsphase hatte er den Vorsitz des Internationalen Schanzenbau-Subkomitees von Wolfgang Happle übernommen. Somit war er erster Ansprechpartner beim Neubau der Olympiaschanze. Über die Schanzen, die wir im Laufe unserer Zeit und meiner Zeit dann entwickelt haben, das hat dazu geführt, dass er mir den Stock übergeben hat, mehr oder weniger, dass ich das Amt übernehmen durfte. Und meine ersten Schritte in China waren die, eben als Vorsitzender vom Schanzenbau-Subkomitee das erste Mal die Ländereien zu sehen, wo überhaupt das Skispringen stattfinden soll. Und das waren die ersten Gespräche und für mich war es schon in gewisser Weise ein Türöffner, um auch mit meinem Büro dann tätig werden zu können. Wie es auf der Olympiaanlage weitergeht, wird sich im Februar zeigen. Die ersten Trainingssprünge sind bereits gemacht. Na, da kann ja für Karl Geiger in 2 Wochen eigentlich nichts mehr schiefgehen, oder? Bis zum 24. Januar 1952 mussten selbst hochschwangere Frauen und Wöchnerinnen bis zu 16 Stunden täglich in lauten Fabrikhallen arbeiten. Die Zahl der Fehlgeburten stieg damals stetig an. Heute kaum vorstellbar. Heute auf den Tag genau vor 70 Jahren wurde ein Schutz für alle schwangeren und stillenden Arbeitnehmerinnen vom Bundestag verabschiedet, das Mutterschutzgesetz. Was damals beschlossen wurde, ist auch heute im Großen und Ganzen noch gültig. Mütter dürfen in den 6 Wochen vor der Geburt und den 8 Wochen danach nicht arbeiten. Die Frauen sind gegen Kündigung geschützt und haben Anspruch auf Leistungen wie das Mutterschaftsgeld. Nicht in allen Ländern gibt es einen solchen Mutterschutz, so sind die USA die einzige Industrienation ohne eine derartige Regelung. Auch bei uns gibt es noch Lücken. Mütter, die befristet beschäftigt sind, haben beispielsweise nichts vom Kündigungsschutz. Jetzt gibt es eine kurze Pause. Bis gleich. Lassen Sie sich vom Haus der bayerischen Geschichte in eine aufregende Epoche entführen. In der Sonderausstellung Tempo Tempo – Bayern in den 1920ern. Jetzt im Hutmuseum Lindenberg. Mehr auf deutsches-hutmuseum.de. Bettennägele, das größte Schlafzentrum in Kaufbeuren und Landsberg mit Zufriedenheitsgarantie. Ihr zertifiziertes Premium-Fachgeschäft mit computergestützter Körpervermessung für Ihre ideal passende Matratze oder Boxspringbett. Bettennägele in Kaufbeuren und Landsberg. Ja, das Labor meldet sich dann bei Ihnen. Wiederhören. Hallo, Herr. Kommen Sie zur Auffrischungsimpfung? Ja. Carpendale? Hello again. Da bin ich wieder. Immer herein in die gute Stube. Nur mit der Auffrischungsimpfung sind Sie bestmöglich gegen schwere Erkrankungen durch das Coronavirus geschützt. Besuchen Sie uns, entdecken Sie und schmecken Sie die ganze Vielfalt Allgäuer Käsekunst. In unserem Käse- und Bioladen in Isny oder in Haselburg bei Leutkirch. Käsküche Isny. Mehr Bio als erlaubt. www.käsküche-isny.de. Entdecken Sie mit Komm mit die ganze Welt des Reisens. Ob Wandern, Erlebnis oder Rundreisen, Kreuzfahrten entlang der schönsten Flüsse oder Urlaubsreisen nach Spanien, an die Adria und zur Insel Ischia. Komm mit ist Ihr zuverlässiger Reisepartner im Allgäu und in ganz Europa. Komm mit. Sie packen die Koffer, den Rest machen wir. Musik.
Ein Job rund um die Uhr, so beschreibt Andrea Flügel, die Leiterin des Tierheims in Rieden am Forgensee, ihre Arbeit. Seit 35 Jahren ist sie mittlerweile im Allgäu und seit 10 Jahren arbeitet sie im Tierheim. Für sie wurde der Beruf zur Leidenschaft. Doch auch Corona hat einiges durcheinander gebracht. In den letzten 2 Jahren gab es Höhen und Tiefen im Tierheim. Meine Kollegin Anja Neuhauser hat sie in Rieden besucht. Das Tierheim in Rieden am Forkensee. Für Andrea Flügel ist es nicht nur ein Tierheim, für sie ist es quasi ein großes Wohnzimmer für Katze und Hund. Seit über 10 Jahren arbeitet sie hier. Es ist ihr Zuhause geworden. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn sie arbeitet nicht nur hier, sondern wohnt auch direkt im Tierheim. Es ist jeden Tag anders, es ist interessant. Die Tiere bieten einem Dinge, die Menschen nicht bieten können. Und es ist sehr abwechslungsreich. Es ist ja nicht nur der Umgang mit den Tieren, sondern der mit den Besuchern. Und da kriegen wir schon manchmal einiges geboten. Es ist Büroarbeit, es ist Kontakt mit Gemeinden, mit Fundtieranzeigen und all solche Dinge. Es ist einfach sehr abwechslungsreich. Für Andrea Flügel ist die Arbeit hier im Tierheim ein Job rund um die Uhr. Erlebt hat sie in den letzten 10 Jahren einiges. Eine Situation wie die während der Corona-Pandemie gab es jedoch auch hier noch nicht. Es hat sich einiges verändert, die ehrenamtliche Arbeit ist eingeschränkt. Viele Tierheime haben in dieser Zeit auch sehr viel vermittelt. Das haben wir von Anfang an nicht gemacht. Also wenn jemand kam in der Corona-Zeit, die haben wir ganz genau abgeklopft und haben wirklich gefragt, überlegen Sie sich das nochmal, schlafen Sie nochmal eine Woche drüber. Wir machen auch grundsätzlich Vorkontrollen. Wir schauen uns immer an, wo die Tiere hinkommen. Wir fahren weit auch, um uns das anzuschauen. Und wir haben so gehandelt, damit wir eben die Tiere nicht zurückkriegen. Und das ist uns auch gelungen. Also wir haben nichts zurückbekommen. Zusammen mit 2 Mitarbeiterinnen und vielen ehrenamtlichen Helfern betreibt Andrea Flügel das Tierheim hier. Ihr Tag beginnt um 7 Uhr morgens, da steht für sie die erste Fütterungsrunde an. Den Vormittag verbringt sie dann mit Putzen und Organisieren. Bis alle Tiere versorgt sind, kann es auch schon mal etwas dauern. Wichtig ist Andrea aber, dass die Tiere sich hier wohlfühlen. Also die meisten Katzen laufen hier frei rum, die hören auch auf ihren Namen, deswegen können wir die Freigänger tatsächlich auch vermitteln. Und bei den Hunden ist es so, die gehen morgens 1,5 Stunden Gassi und am Nachmittag springen die frei auf dem Gelände rum. Also die sind nicht eingesperrt. Gell? Und dasselbe wird auch für die Kaninchen gelten. Die haben große Freigehege. Im Moment haben wir halt keine, aber die haben riesen Platz und haben ihre Freiheit. Durch die vielen Jahre, die Andrea hier schon verbracht hat, wächst ihr das ein oder andere Tier auch ans Herz. Loslassen fällt da oft nicht ganz leicht, ist aber Teil des Jobs, erzählt sie uns. Ganz sicher, weil das eben auch so klein ist hier, baut man eine starke Bindung auf, aber man muss sie auch gehen lassen können. Ja? Also ich freue mich über jedes Zuhause, was ein Tier bekommt hier. Das ist nicht so, dass ich die nicht weggeben kann. Es gibt natürlich einige Tiere, die extrem scheu sind. Die sind auch schon, solange ich hier bin, auch da, also 10 Jahre, und die lassen sich nicht mehr vermitteln. Also die sind so Halbwildlinge, gell? Die gibt es auch in jedem Tierheim. Die laufen draußen rum, die kommen nachts hier rein zum Schlafen durch die Katzenklappe, die fressen hier drin und ansonsten sind die unterwegs. Finanziert wird das Tierheim über Spenden und Mitgliedsbeiträge. Auch die Gemeinde trägt ihren Teil dazu bei. Die Arbeit wird hauptsächlich ehrenamtlich erledigt. Auch wenn die Corona-Pandemie hier im Tierheim einiges durcheinandergebracht hat. Der Zusammenhalt ist geblieben. Kompliment an Andrea Flügel und ihre ehrenamtlichen Helfer, die das Tierheim Rieden auch in schwierigen Zeiten am Laufen halten. Das 34. Kappeler-Schalenken-Rennen wurde leider abgesagt. Wir haben uns mal mit der Tradition im Frontener Ortsteil beschäftigt und uns auch einen dieser hölzernen Hörnerschlitten näher angeschaut. Morgen bei uns in der Sendung. Ihnen jetzt noch einen schönen Feierabend. Salita, natürlich aus Allgäuer Milch. www.salita.de